endlich wieder Wochenbeginn, sage ich mal. Arbeitswochenbeginn. Feiertage liegen hinter uns. Ein Tag ist die Woche kürzer, was dann natürlich nicht stimmt, aber die Arbeitswoche beginnt am Dienstag, am heutigen Dienstag, am Dienstag, am Tuesday, Tuesday, was auch immer. Und bei uns geht es relativ ja und nein weiter, also relativ, sage ich, normal weiter. Wenngleich wir jetzt keine offiziellen Kliententermine haben, es geht natürlich auch bei uns aufs Jahresende zu. Das heißt, für uns geht es auch darum, alle Unterlagen zusammenzutragen, damit der Jahresabschluss gemacht werden kann. Zumindest also das, was wir im Moment dafür tun können. Das steht heute an und dann habe ich ja, falls du hier regelmäßig zuschaust oder gesehen hast, im Moment seit gestern bis Donnerstag zusätzlich zu den normalen Möglichkeiten ein kostenfreies Kennenlerngespräch mit mir zu führen. Das habe ich ja für diese Tage eingeräumt, weil es einmal eine gute Zeit ist, um miteinander zu sprechen, rein von astrologischer Seite her. Zum anderen aber auch natürlich zum Jahresende gutes Resümee zu ziehen und schon mal vorauszuplanen, was das neue Jahr bringt, bringen kann, bringen soll. Und dafür sind die Tage natürlich auch ideal, zwischen Weihnachten und Silvester oder Neujahr. Und ja, gestern ging es los, heute geht es weiter. Morgen sind auch noch Termine frei und übermorgen, also schau gerne, wenn du Interesse hast, dich mal zu sortieren mit meiner Unterstützung oder wenigstens mal mich kennenzulernen, Fragen stellen zu können, um für dich herauszufinden, kannst du dir meine Art der Arbeit vorstellen? Denn darum geht es ja in dem ersten Gespräch. Einmal natürlich, dass wir uns kennenlernen, aber auch, dass du eine Möglichkeit hast, mir Fragen zu stellen, was du wissen willst, was du wissen musst über meine Art zu arbeiten, dann gibt es die Möglichkeit auch in dem Gespräch. Das Gespräch solltest du nur machen oder buchen, wenn du tatsächlich Interesse daran hast, etwas zu verändern. Das heißt, wenn du die Bereitschaft mitbringst, dass es nach vorne geht und dass du dich ein Stück weit entwickelst, weiterentwickelst, als da, wo du gerade stehst. Wenn du nur plaudern möchtest mit mir, ist das definitiv nicht das richtige Gespräch. Und daher bitte ich schon immer vorher gewissenhaft auch den beiliegenden Fragebogen auszufüllen. Ja, der ist nur kurz, keine Angst. Da sind nur wenige Fragen drauf, die du klären oder mir vorab beantworten solltest. Und wenn das dann geschehen ist, behalte ich mir auch vor, wenn das nicht gemacht wurde, den Termin einseitig oder meinseitig zu stornieren. Ja, weil dafür ist einfach die Zeit zu kostbar. Deine Zeit sollte sie dir selber kostbar genug sein. Meine Zeit ist mir definitiv zu kostbar, als belanglos zu plaudern. Also wenn wir in den Termin starten, dann schon mit einem von meiner Seite auf jeden Fall sehr ernsthaften Hintergedanken, nämlich, dass ich ja, dich gewinnen kann für meine Arbeit, da bin ich ehrlich mit. Aber das ist für mich nicht ein Abschließen oder ein Verkaufen in dem Sinne, sondern es geht mir in erster Linie tatsächlich darum herauszufinden, was, wo du gerade stehst und was jetzt für dich der nächste Schritt ist. Und wenn wir beiden feststellen, das ist nicht der nächste Schritt, dass wir miteinander arbeiten, kann man immer noch gucken, ob es was anderes gibt, was dich im Moment weiterbringt oder was dir weiterhilft, was wir im Angebot haben. Oder aber auch, dass wir feststellen, ist es nicht der richtige Zeitpunkt oder es passt einfach nicht miteinander. Was mich allerdings wundern würde, weil bei den meisten der Gespräche, die ich führe, sich die Menschen ja vorher durchaus schon mit mir auseinandergesetzt haben. Und wenn man sich mit mir auseinandergesetzt hat, dann wird es komisch sein, in dem Gespräch auf einmal, dass die Erkenntnis nur rieselt und du sagst, das kannst du überhaupt nichts mit anfangen oder verstehst überhaupt nicht, wer ich bin oder was ich so mache. Und wenn du das noch nicht getan hast, ich
bin Armin Wallhorn, 51 Jahre alt, bin praktizierender astrologischer Coach und Business-Mentor. Das heißt also, in erster Linie unterstütze ich Menschen darin, sich selber zu finden, sich ihrer Persönlichkeit bewusster zu werden, als sie es vorher schon waren, sich ihrer Qualitäten klar zu werden, um dann einordnen zu können, nutze ich die schon im größtmöglichen Maß, also setze ich mein größtmögliches Potenzial ein oder auch natürlich Hindernisse, Hemmnisse, Blockaden zu erkennen oder kennenzulernen, die da sind, um auch deine Muster zu erkennen, also auch zu sehen, wie verhalte ich mich schon lange oder wann wechsle ich den Arbeitgeber oder die Position, um doch auch darin ein Muster erkennen zu können, dass es immer doch wieder an einem gewissen Punkt in deinem Leben dazu kommt, dass du was anderes suchst, weil du dich nicht verstanden fühlst, bis du erkennst, das hat natürlich auch mit dir zu tun, dass du dir die Position, in der du bist, auch selber mitgewählt hast. Also nicht nur, dass das einseitig gewählt ist von anderen und du da in einer Schleife dem ausgeliefert bist, was andere mit dir machen, sondern dass du natürlich auch von vornherein bei der Jobwahl, genauso wie bei der Partnersuche, mitbeteiligt bist. Und nicht nur mit der Jobwahl, sondern natürlich auch mit der Jobausführung, dass es da keine Irritationen geben darf. Es gibt wahrscheinlich bei den meisten Menschen jemanden, der ihnen sagt, was sie zu tun haben, weil sie dafür bezahlt werden, den Job zu machen. Aber wie mit dir umgegangen wird und wie du bereit bist, was zu tun, steht auf einem anderen Blatt. Du musst nur halt bei allem immer bewusst sein und bereit sein, auch die Konsequenzen für dein Verhalten zu tragen. Also wenn dir das nicht passt, wie mit dir gesprochen wird, dann wäre es an der Zeit, entweder das Gespräch zu suchen oder das Weite zu suchen. Und wenn es von den Tätigkeiten her nicht passt oder nicht das ist, was irgendwann mal vereinbart worden ist, auch dann hilft ein Gespräch. Oder aber für dich die Konsequenz daraus zu ziehen, dir was anderes zu suchen oder die Konsequenz zu haben, zu sagen, das steht nicht in meinem Vertrag, ich mache nur Dienst nach Vorschrift und dann darauf zu hoffen, zu warten, dass du gegangen wirst, was der sicher schwierigere Weg ist für alle Beteiligten. Also sei immer ehrlich mit dir selber, mach dich selber ehrlich mit dir selber und schau, was du willst, was du erwartest und wie es weitergehen soll bei dir. Und dann triff deine Entscheidung und sei bereit, die Konsequenzen für deine Entscheidung zu tragen. Dann kann manches leichter werden. Und das ist das, worin ich unterstütze. Also für dich selber Klarheit zu gewinnen, damit du verstehst, wer du wirklich bist, damit du auch verstehst, warum du bist, wie du bist. Und das ist schon etwas, was man in deinem Horoskop ablesen kann. Und das ist meine Expertise, dir das sichtbar zu machen, was da steht. Und dann wird es dir wahrscheinlich auch wie Schuppen von den Augen fallen, Klicker, Klicker. Und dann kann es dir deutlich leichter fallen, mit der Erkenntnis weiterzuarbeiten, um gezielter auch arbeiten zu können in dem Bereich und in die Richtung, wie es dir am besten liegt. Und dann wirst du merken, dass Erfolge sich einstellen und dass Misserfolge weniger werden, dass deine Kommunikation klarer wird, weil du klarer weißt, was du willst und wofür du stehst. Und das macht es dir in erster Linie leicht, das macht aber deinem gesamten beruflichen und privaten Umfeld auch leichter, mit dir umzugehen. Mindestens in dem Maße, wie die anderen auch bereit sind, das zu akzeptieren, dass du dich veränderst und wie sie auch möglicherweise selber bereit sind, an sich zu arbeiten oder sich auch im gleichen Maße mitzuentwickeln mit dir, also parallel sich auch selber weiterzuentwickeln. Ansonsten kann es schnell auch auseinanderdriften, dass du merkst, dass das ist nicht mehr das Gleiche, was ihr wollt, wenn ihr vom Gleichen sprecht oder ansetzt und dann doch auf unterschiedliche Art und Weise feststellt, das passt nicht mehr so gut zusammen. Ja, das war's von meiner Seite für heute, für den Wochenbeginn, der statt am Montag, am Dienstag ist. Und ich wünsche dir einen guten Start in diese kurze Arbeitswoche, wenn du arbeitest, und sende dir Herzkanalgrüße aus Köln. Das war Armin.